No-Cow Sticky Cinnamon Roll Protein Bar vom Fitnessshop Hamburg mit 22 Gramm Protein und nur 1 Gramm Zucker pro Riegel. Dairy-free, gluten-free, high-protein, low-sugar, non-GMO, soy-free and vegan, no-bull. Und die Zutaten? Und so sieht er einmal ausgepackt aus. Richtig fatschig. Stickig und riecht richtig gut nach Cinnamon. Und einmal der Riegel in Nahaufnahme. Wie ihr sehen könnt, der hat so leichte dunkle Punkte innen drin und riecht, wie gesagt, total nach Zimt. Sieht ein bisschen aus, eher wie ein Karamellriegel. Das nur mal scharf stellen. Bin echt gespannt, wie der gleich schmeckt. Ein Stück kurz erwärmt. Ist eher bröselig geworden. Also ich glaube, die Riegel sind nicht so für die Mikrowelle geeignet. Also Geschmack ist schon mal top. Die Kombi echt genial. Allerdings den Riegel sollte man wirklich nicht erwärmen, weil der ist jetzt so ein bisschen hart geworden. Aber schmeckt das, was ich schmecke, wirklich sehr gut. Intensiv nach Zimt. Das ist natürlich auch alles viel zimtig. Aber ja, ich bin gespannt, den gleich mal so pur zu probieren. Aber schmeckt mir sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt gespannt, die anderen beiden Stückchen pur zu probieren. Wie gesagt, der hat wirklich eine super weiche Masse. Erinnert mich von der Konsistenz so ein bisschen wie die Mukus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt mit Karamell. Von der Konsistenz so ein bisschen sandig, muss ich sagen. Aber der Geschmack ist wirklich gut. Also eine leichte, zimtige Note, hat so ein bisschen was von Gingerbread, von Lebkuchen. Also schmeckt wirklich gut. Konsistenz ist gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, Mikrowelle eignet sich nicht. Also kann man auf jeden Fall essen. Hat auch eine gute Masse, sage ich mal. Also ist sättigend. Außen finde ich es besonders lecker, weil da kommt die Zimtnote am meisten raus. Könnte für mich innen drin aber noch zimtiger sein. Ich würde dem jetzt 7,5 von 10 Punkten geben. Also Mikrowelle 6,5. Aber ist wirklich für einen veganen Riegel sehr gut. Jetzt, wo ich das andere Stück gegessen habe, bevor ich den esse, werde ich erstmal was trinken. Also er ist wirklich sehr massig im Mund. Macht durstig, aber schmeckt trotzdem gut. Also es ist auch nicht so ein ekliger Nachgeschmack, wie man es von manchen veganen Riegeln kennt. Ich weiß nicht, wenn es so erbsenproteinmäßig ist. Also der schmeckt wirklich gut. Ist halt nur die Konsistenz, wie so ein bisschen, ja, sandig ist.